Hey und willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play die Sims Tiergeschichten. Wir sind letztes Mal stehen geblieben hier beim Imbiss. Das war eine gute Idee, sagt Thomas. Ich liebe diesen Ort, Alice. Das ist der einzige Ort wahrscheinlich hier, der noch nicht der Bottekuh gehört. Oh, die mag den nicht. Oh, die mag den anderen da, den Don Lotario. Nee, das ist der Harry Becker. Nee. Und das ist so ein cooler Imbiss, ne? Das ist so geil. Oh, ich freue mich. Wir müssen hier mal die Wände nach unten so. Yeah. Ein richtiger amerikanischer Diner hier. Retro-Diner. Da hat das noch funktioniert mit den coolen Sitzbänken. Jetzt mit den Gaumenfreuden muss man da am Rand Platz lassen, damit die sich da ransetzen können, ne? In Sims 2 sind die so reingerutscht. Da sieht man es ja jetzt sogar. Das ist so cool. Und die haben es nicht mehr hinbekommen in Sims 4. Irgendwie wird alles schlechter. Ja, gut. Ja. Fängt dann wieder gut an hier. Das, okay, also wir müssen hier, was müssen wir denn machen? Wir müssen Thomas zum Mittagessen. Steht da wirklich mit Thomas zum Mittagessen. Mittagessen. Okay. So. Wir können jetzt einfach, müssen wir uns da irgendwo einchecken oder genau, an den Tisch geführt werden. Und die laufen noch frei rum, guck mal, ne? Man muss da nicht irgendwie so einen komischen Empfangstresen dahin. Wobei es den auch gibt, aber. Den gibt's auch, ja. Ja. Die Clues. Echt krasse Farben, ne? Hier. Es ist gewagt. Auch mit dem Metallzeug da unten. Das ist auf jeden Fall eine tolle Kombination. Und guck mal hier, guck mal, wenn die das Essen servieren. Guck mal. So, der stellt es noch wirklich auf den Tisch. In Gaumenfreuden, da beamt sich das auf den Tisch. Es ist der macht einfach nur blopp. Ja, man muss denken, das Ding ist wie alt, 2007 oder so. Ja, Es ist halt auch, ne, also... Ist schon was anderes, ja. Auf jeden Fall. So, achso, wir sollen bestellen, oder? Wir bestellen. Was bestellen wir denn? Eisbombe, Omelette, Filet, Rippchen. Ich habe Lust auf Nudeln mit Käsesoße. Schon wieder? Das ist günstig, wir haben nicht so viel Geld hier, hallo. Oh, komm, und der schreibt es sogar auf. Er schreit sich das auf und läuft dann weg. Und dann geht er wirklich in die Küche und gibt es dann dem. Na? Bringt er. Oder ist es schon? Bringt er schon was anderes? Hatten die damals doch schon. Ja, die hatten damals doch schon Beam-Technologie. Der kriegt ein Müsli oder was ist das jetzt? Das ist ein Müsli. Das sind unsere Nudeln. Nee, dann macht er das doch nicht. Also er schreibt sich zwar auf, aber läuft und holt es und sofort. Ja. Das ist cool. Nicht cool, meine ich. Boah, der rülpst hier wie die Sau, du. Boah. Also so wird das nicht mit einem Pärchen werden. Ich muss auch mal sagen, ich finde das irgendwie, dieses Simlish fand ich besser damals. Wenn man da jetzt mal zuhört. Es war so balabada, balabada, ne? Es war irgendwie so ein bisschen mehr... Ich weiß auch nicht, es war irgendwie so... Echt? Das ist so ein Unterschied? Da mal kurz reinhören, ja? Ich finde es irgendwie viel, viel cooler, irgendwie viel witziger. Ja gut, da ist der Empfangstresen hier. Mhm, genau. Willibi, Billibini. Da hört man noch das Telefongelaber, ne? Das ist irgendwie... Ja. Und der bringt hier wieder das hier. Da. Als hat er es doch gebeamt hier auf den Tisch. So ein bisschen, ja, doch. Will er das jetzt nicht essen? Dann nimm du den Lachs, oder? Kann man das klauen, wie bei Rudi, der Restaurantkritiker? Essen. Geht. Es geht sogar. Komm, geh weg. Wenn der auf dem Klo ist, klar mir das Ding. Ist der auf dem Klo, ne? Nee, der ist weg. Wer ist er denn? Weggelaufen. Da steht lauter Essen, draußen auch. Alice, ich habe im Tierladen ein Spielzeug für Sam gekauft. Ich bräuchte etwas für Layla und habe das perfekte Spielzeug für ihn gesehen. Oh, wie lieb von dir, Thomas. Sam wird es bestimmt gefallen. Die geht doch nur mit dem Essen, weil die dann irgendwie... Geschenke bekommen. Ich sollte jetzt besser gehen. Ich muss nur einige Sachen zu Hause erledigen, bevor ich zur Arbeit gehe. Und mein Chef mag es nicht, wenn ich zu spät komme. Ja, du bist eine andere. Okay, bis später dann, Thomas. Danke nochmal für das Hundespielzeug. Sam wird sich sicher freuen. Tschüss. Oi.
Tja. So kann man auch an Gegenstände bekommen. So, esst jetzt deinen Hummer, komm. Tschüss, Thomas. Tschüss. Was für ein netter Kerl. Also ich mag den doch vielleicht. Ich muss schnell nach Hause. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sam wieder etwas angestellt hat. Oh ja. Oh Gott. Wetten wir, dass es so ist? Wenn ich schon sowas sage, dann ist das Haus bestimmt... Komm, ess den Hummer von dem anderen. Nicht nach Hause gehen. Hey, stopp hier. Ja, ess den Hummer. Essen, komm. Du darfst das. Haben wir jetzt überhaupt gezahlt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben schon am Anfang gezahlt. Was guckt die jetzt? Das ist Bella. Nee, Elisabeth Goebbels. Das ist Harry da. Das ist Harry. Und das ist Elisabeth Goebbels. Wieso magst du das nicht essen? Komm, ich sag dir, du darfst das hier essen. Nimm nur ein bisschen und hat dann ein schlechtes Gewissen wahrscheinlich. Kennst du nicht diese Markisen, ne? Die konnte man auch so frei ziehen, wie so Zäune irgendwie, glaube ich, ne? Und die konnte man sogar von unten angucken und sah gut aus. Noch so ein Nachteil. Ja, solche richtigen schönen Markisen fehlen auch noch. Oder rülpst irgendjemand immer, wie die Sau hier. Bestimmt der Brutus hier. Brutus Carlson. Komm, da gibt's noch mal was zum Essen. Guck mal an, das kann man nur aufräumen. Ja, und die setzt sich jetzt hin. Tja. Ui, genau, schnappst dir hier. Was? Ja, ja, und jetzt muss die das abspülen oder was? Spülst du das echt ab? Wofür gibt's denn hier die Bediensteten? Können wir das hier nehmen? Ach, schade, geht nicht. Guck mal, wie der heißt hier. Bernardo König. Bernardo. Bernardo König. Jetzt kein Benando. Benando, Benaniel. Bernardo König. Bernardo Beniel. Beniel ist das. Ja, ich finde den Namen schon ziemlich cool. So nach Hause zurückkehren. Restaurantrechnung zahlen und nach Hause gehen gibt's hier nur. Konntest du nicht abhauen und deine Zeche prellen? Ich weiß nicht mehr. Jetzt stell dich den Teller wieder hier hin. Bei Labadell. Irgendwie das, glaube ich. Ich weiß. Dass man einfach abhauen konnte. Ja, das geht ja in Sims 4, aber dann, wenn man dann zu Hause ist, muss man die bezahlen. Jo, mal schon Lama hier. Jetzt komm mal her hier, Lama, nach Hause. Taxi ist in wenigen Minuten bei dir und die tut hier so, wie wenn Wunder, was passiert ist, wenn die ein Taxi anruft, ne? So, die Laura Palm hier. Ah, die Feuerhose da. Auch ganz stylisch. Jetzt spielen wir in 10 Jahren nochmal Tiergeschichten und dann, guck mal, die Fundamentwand allein schon, ne? So geile Textur. Die Treppe da. Ja, oder diese Glastreppe. Ja. Die war bei Tiergeschichten dabei. Die auch die Fenster, ziemlich sicher. Die waren bei Tiere dabei. Haustiere, ja. Haustiere, genauso wie die Säulen so, auch. Was machst du denn mit den Tellern? Die träumt hier irgendwelche Teller rum. Die ist halt ordentlich. Ja. Oh, das sieht echt böse aus hier. Was ist denn das für ein Komiker? Björn Wagner. Gut, die Namen waren damals schon scheiße. Das sind sie heute immer noch. Also. Ja. Das Kinderschwächen. Kleinkinderschwächen. Kleinkinder. So, die kommen daheim vom Shopping. Yay. Yeah. Ja, sie kommen vom Shopping nach Hause und hat eine Zeitschrift gekauft. Wollt ihr nicht irgendwie noch Kleidung holen? Oh. Eigentlich ja. Ist Sam gestorben? Nee, was kaputt Malakala. Gemacht? Subleklala. Was ist denn? Achso, du kannst jetzt... Was hat er gemacht? Oh. Auf den schönen Perserteppich gepiept. Aber das macht doch nichts. Die kriegen doch keine Flecken. Und die auch schon wieder, oder was? Jetzt geht's los hier. Was ist denn mit dem los hier? Wow. Ich dachte, wir haben den trainiert hier. Ja. Oder wir hätten den Hundeknochen gar nicht kaufen dürfen, weil jetzt bekommt er erst den Hundeknochen über dieses Ding, oder? Das muss ich erstmal aufräumen. Ja, der Sessel ist doch noch ganz. Da ist irgendwas. Aufräumen. Da ist der Rest. Ist egal, braucht man nicht, ne? Das geht trotzdem noch. So, wir machen mal ausschimpfen für Möbel zerstören. Noch ein neues Mal. Und hier aufwischen. Tja. Was in Sims 3 nicht so, dass man den anklicken muss, der den Gegenstand, den er kaputt gemacht hat, und dann sagen, ausschimpfen für oder irgendwie so?
Ich weiß es nicht mehr. Wir sollen es doch nicht kaputt machen, habe ich 100-mal gesagt. Wir haben doch einen Kauknochen geholt. Aber ich glaube, das ist storymäßig, ne? Wenn wir das Spielzeug jetzt bekommen. Und das ist auch so ein Kauknochen, glaube ich. Wir hätten, glaube ich, den Kauknochen gar nicht kaufen dürfen oder war nicht so. Kiau-Spielzeug Tigerlili, ne? Guck mal. Ah, das ist der ja, den wir von Thomas bekommen haben. Eben, meine ich ja. Mhm. Und das ist so ein Pudel oder was ist das? Guck mal, so ein Schaf oder irgendwas. Sind das Augen? Ein Schaf ist das. Ja, oder? So ein Pudel. Kann auch ein Pudel sein, ich weiß es auch nicht. Aber man kann auch nicht auf einen Pudel drauf rumbeißen. Tigerlili. aber auf dem Schaf, oder was? Ja, gut. Und wir haben eine Zeitschrift. Komm, die holen wir uns auch mal hier raus irgendwo. Ah, ist das ein echtes Bild vom Hündchen? Ja, das ist ein echtes Bild. Ich hab's gerade auch gedacht. Oh. Komm, und das ist auch ein flauschiges Hündchen. Golden. Oh, je. Ja gut, das wäre mir ein bisschen zu viel Realismus dann jetzt, ja. Aber der ist knuffig und flauschig und... Der mag seinen Hashtag Grünkauknochen, der will den neuen gar nicht. Lesen über Trainingsmethoden machen wir jetzt einmal, ne? So, dann müssen wir also Chaos beseitigen, okay. Aber wie lange wischt die hier auf dem Ding hier? Du reibst es nur rein, Madame, du reibst es nur rein. Das darfst du nicht so machen. Du musst es aufnehmen. Hast du Erfahrung damit? Ja, du, oder? Du hast doch einen Hund. Ich habe sogar zwei Hunde. Zwei. Folgt mal Eistee Ritter auf Instagram. Da gibt es ganz viele Hundebilder immer. Der macht schon wieder was. Ja. Der will immer, der macht aber nicht. Ich glaube, der will, aber der macht's nicht. Er überlegt sich dann doch noch anders. Wie lange wischt ihr das Ding jetzt noch auf? Du verschmierst es nur, das bringt gar nichts. Ich glaube, die hatten immer so eine geheime Saugvorrichtung im Besen drin, der das Wasser dann so in den Besen eingesaugt hatte. Ja. Und immer, wenn die den Besen dann versteckt haben und wir irgendwo anders mit der Kamera sehen, dann haben die den schnell ausgeleert so. Wie lange putzen die jetzt den Scheiß hier? Das gibt's doch nicht. Sie ist halt sehr gründlich. Das dauert echt lange gerade. Wegen dem Teppich oder was kann ja nicht sein. Na, sie muss ja fertig werden, sonst wird der Wunsch nicht erfüllt. Ja, eben. Jetzt hat die hier einen Hänger oder was? Sowas können wir noch gebrauchen hier. Njom, 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 njom. Mampfi, Mampfi, Mampfi. Aber das geht jetzt echt nicht. Ich kann es abbrechen. Ist das erfüllt? Ja. Jetzt aber. Es ist erfüllt, komisch. Ich kann endlich dieses Haustiermagazin lesen und schauen, ob es einen Artikel über Hundetraining gibt. Okay. Lesen über Hundetraining, ne? Trainingsmethoden. Genau. Du willst erstmal duschen? Nee, du duschst jetzt nicht. Wir müssen jetzt das Buch lesen, das Zeitschrift lesen hier. So. Also Zeitschriften sind eigentlich, ne, nicht so, deswegen sage ich immer Buch, weil die lesen eigentlich nur Buch. Guck mal, das ist eine schöne Zeitschrift. In dieser Sonderausgabe von Der Hund von heute erklären wir Schritt für Schritt, was der professionelle Hundetrainer für die SimCity Hundeschau wissen sollte. Schauen wir uns zuerst an, wie ein vorbildhafter Showhund aussehen sollte. Okay. Jetzt kommt's. Oh, lädt Trainingsgelände. Okay. So. Check ich jetzt nicht. Einleitung. Willkommen bei der Hundeshow-Sonderausgabe von Der Hund von heute. Du kannst diese Sonderausgabe jederzeit abbrechen, indem du eines der Magazine klickst und zurückbringen wählst. Du kannst dir aber auch ein Taxi rufen und nach Hause fahren. Klicke weiter. In der Hundeshow geht es heute darum, die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Dafür muss dein Hund die verschiedenen Objekte des Parcours so schnell wie möglich bewältigen. Klicke auf Weiter, um fortzufahren. Habe ich doch jetzt. Die drei wichtigsten Bestandteile einer Hundeshow sind der Richter, der Geschicklichkeitsparcours und natürlich der Hund. Klicke auf Weiter. Habe ich doch jetzt, Mensch. Der Richter bewertet die Leistungen deines Hundes bei der Show und ist die letzte Hürde zwischen dir und dem begehrten goldenen Feuerhydranten. Natürlich ist der Geldpreis von 120.000 Simoleons auch nicht zu beachten. Klicke auf Weiter, um fortzufahren. Klicke auf den Richter und wähle Einschreiben aus, um ihn wissen zu lassen, dass du in der Show teilnehmen möchtest. Ja. Das ist jetzt so ein Tutorial, oder was ist das hier? Wahrscheinlich ja, damit du lernst, wie die Hundeshow abläuft. Der Park ist voll cool wieder, ne? Ja.
Danke für deine Anmeldung, Alice. Bitte bleib im Park und warte so lange, bis ich deinen Namen aufrufe. Der nächste Kandidat ist Sam, der Dalmatiner, geführt von Alice Weiss. Du bist dran. Wenn du bereit bist, klicke einfach auf den Richter und werde Show für Sam starten. Dann mal los. Du musst Sam in den Startbereich in Position bringen, damit der Countdown für die Show beginnt. Sam in Startposition bringen. Sam, beweg deinen Arsch hier! Los jetzt! Der Geschicklichkeitsparcours. An der Punktetafel der Hundeschau kannst du ablesen, wie viel Zeit euch noch bleibt. Das ist hier unten die Ding. Hm? Den Parcours zu beenden. Für jedes Objekt, das ihr bewältigt, erhaltet ihr Geschicklichkeitspunkte. Und wenn ihr den Parcours unter dem Zeitlimit abschließt, erhaltet ihr außerdem Bonuspunkte. Klicke auf Spielen, um fortzufahren. Falls du diesen Schritt bereits vorher abgeschlossen hast, klicke auf Weit, um fortzufahren. Okay. Wo musst du jetzt auf Spielen klicken? Klicke auf Spielen. Weiß ich nicht. Wo spielen? Wo spielen? Hä? Ach, wahrscheinlich Play oder so, ne? Ah, das kann sein, ja. So. Jetzt aber. Wow, wow. Du kannst dir nun deine ersten Geschicklichkeitspunkte verdienen. Klicke auf den Einrahmen und wähle Sam befehlen, Show zu beginnen. Genau. Die ruft schon, der ist schon fertig hier. Los jetzt, runter da. Yay. Juhu. Hier siehst du deine Punktzahl für den Einrahmen. Diese Punkte wurden deiner Geschicklichkeitspunktezahl auf der Punktetafel hinzugefügt. Klicke auf Spielen, um fortzufahren. Es ist wichtig, den Geschicklichkeitsparcours so schnell wie möglich zu bewältigen, damit du so mit einen hohen Zeitbonus erzielst. Klicke auf den Taumeltabstrainer und wähle schon Sam befehlen, Show zu beginnen, um Sam zum zweiten Geschicklichkeitsobjekt zu führen. Okay. Los, 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 los. Ab auf die Mitte. Yeah. Also, der muss doch da drin. Ja, der muss bleiben. Ja wirklich wippen dann, dass es ausbalanciert. Okay. Ja. Ja, cool. Uhu. Das hab nicht mal ich gecheckt, der Hund hat's gecheckt. Da du nun alle Objekte des Parcours durchlaufen hast, kannst du die Hundeschau abschließen. Du darfst die Show erst beenden, wenn du dich am ersten Objekt versucht hast oder an jedem Objekt versucht hast, so rum, oder die Zeit abgelaufen ist. Klicke auf die karierte Ziellinie und wähle Show beenden. Um Richter wissen zu lassen, dass du fertig bist. Ah, jetzt stoppt die Zeit dann auch, ne? So, cool. Cool. Glückwunsch, dass du eben deine erste Hundeschau beendet. Du kannst dir nun deinen Zeitbonus und die Gesamtpunktzahl auf der Punktetafel ansehen. Klick auf Weiter, um fortzufahren. Um überhaupt eine Chance zu haben, die Hundeschau zu gewinnen, musst du deinen Hund mit jedem Geschicklichkeitsobjekt trainieren. Wenn du die bestmögliche Punktzahl erreichen möchtest, ist es hilfreich, vor der Show besonders aufmerksam zu deinem Hund zu sein. Denn der Richter zieht bei der Bewertung nicht nur die Leistung des Hundes in Betracht. Ein müder Hund schafft es nur selten, eine gute Punktzahl zu erreichen. Und Richter mögen es gar nicht, wenn sie stinkende Hunde bewerten müssen. Kann ich verstehen, ja. Ja. Weiter. Die Sonderausgabe endet hier. Klicke am Ende des klicke auf eines der Magazine und wähle zurückbringen. Du kannst dir aber auch ein Taxi rufen und zurück nach Hause fahren. Wo ist das Magazin hier irgendwo? Gibt's nicht. Gibt's nicht das Magazin. Ach, die liegen da auf dem Tisch. Ach so. Ja. Ach, oder? So. Sind das ja? Ja, zurückbringen. Zurückbringen. Das war die Sonderausgabe von Der Hund von heute. Wir hier von Der Hund von heute wünschen viel Glück bei der nächsten Hundeshow. Hals- und Pfotenbruch. Auch nicht schlecht. Das ist cool. Das ist echt gut gemacht, ne? So ein Magazin, wo man dann gleich wirklich mitmachen kann. Ja, auf jeden Fall. Hey. War eine coole Idee. Ja, jetzt die, ja, das ist ein richtiges Erlebnis. Es war richtig vertieft im Magazin. Der legt es ja nicht dahin, der verreißt es dir. Das war sehr informativ. Jetzt bin ich bereit, mit dem Training für die Show morgen zu beginnen. Was? Wie, morgen ist die Show? Uhu. Ich weiß, in solch schweren Zeiten sollte man nicht einkaufen gehen. Aber ich bin trotzdem ins Vista Einkaufszentrum gegangen und habe mir ein Hundemagazin gekauft. Dort habe ich auch Thomas getroffen und wir sind was essen gegangen. Sam hat mir nie wirklich gehorcht, aber in dem Magazin stehen ein paar tolle Tipps drin. Das war der Tag. Ist sehr cool. Was sie essen mit dem Thomas, Geschenk bekommen, schon wieder. Die kriegen immer irgendwie Geschenke, ne?
So, der Hund hat kaputt gemacht. Und dann haben wir ein Magazin gelesen. Oh, guck dir das Hündchen an. Ja, so cool. Und die Stupsnase auf der Hand. Ja, das war's für heute mit der Folge Let's Play die Sims Tiergeschichten. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben. Vielen lieben Dank. Und wir hören uns dann ja in der nächsten Folge zu die Sims Tiergeschichten. Oder ja, ihr könnt euch auch die Sims Inselgeschichten angucken, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Bis dann. Ciao.